Mein Name ist Tessie Oth und ich präsentiere euch heute unser Projekt. Eine digitale Toolbox für und mit Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung. Als Fondation APEM setzen wir uns seit Jahren für die Inklusion und Selbstbestimmung an. Partizipation und Mitbestimmung geben uns großgeschrieben. Viele Applikationen und Routinen helfen uns alle gut, uns das Leben einfach zu machen und uns besser zu organisieren. An unserem Alltag stellen wir aber fest, dass es für Menschen mit Beeinträchtigungen viel Barriere gibt. Den Zugang ist oft schwer möglich. Zu viel Schwer, zu viel Informationen und ein zu schwerer Spruch. Oft scheitert es beim ersten Schritt, für die Applikation zu finden und aufzuladen. Wir wollen Einfachheit und das komplexe digitale Welt kreieren. Zusammen produzieren wir eine inklusiv digitale Toolbox. Barrierefrei und für jeder nutzbar. Das Toolbox proposiert eine Selektion von praktischen Applikationen und Routinen. Zum Beispiel sein Kalender generieren, den öffentlichen Transport nutzen, seine Finanzen am Überblick halten, aber auch seine Stärken und Ressourcen kennenlernen. Also gemeinsame Weg ist der von der Co-Produktion. Partizipanten sind von Anfang an Akteur und entwickeln und entscheiden, durch ihr Bedürfnisse und Ressourcen die Resultate mit. Durch die aktive Beteiligung kann ich sehr Verantwortung überholen, es viel, die sich konzerniert, und es lehrt spielerisch neue Kompetenzen bei. Und das verbunden mit meinem Leben von ich kann etwas bewegen, etwas für mich verändern. Also Projekt geht in drei Phasen umgesetzt. Von der Analyse von den Bedürfnissen, was wird schon genutzt und was brauchen wir noch? Über die Produktion, Testen und Evaluieren von den Applikationen und den Routinen bis zum Share, also Delen von der Toolbox mit den nötigen Erklärungen auf unserer lern-plattform.lu. Durch diesen gemeinsamen Lehrprozess gehen die digitalen Kompetenzen von all den Partizipanten weiterentwickelt. Barrieren am Umgang mit den digitalen Medien gehen aufgebaut und wir kommen so als Ziel, von einer digitaler, inklusiver Gesellschaft Meno. Wir freuen uns, ihr das Toolbox am nächsten Jahr zu präsentieren und invitieren ihr schon, um als lern-plattform.lu loszugehen. Vielen Dank.